Geronimo. Weg, 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 weg. Wow, das sind inzwischen ein paar mehr geworden. Antumata. Ganz schön viele. Oh, das ist schöne Arbeitsteile. Du tankst und die schießen. Oh, Tank ist weg. Aha, komm, über die Schlucht rüber und dann von hinten schießen. Rückzug, Rückzug. In der Luft abgeschossen. Sehr gut. Kommen immer neue. Mach weg. Und ausgeräuchert. Sehr schön. Weg, weg. Wo sind meine tollen Scaffoldings? Da. Hier hätte ich gerne überall welche davon. Okay, da jetzt nicht unbedingt, aber okay. Ersetze Kohle. Ersetze Kohle. Mach das ganze Grünzeug da oben mal weg. Mach hier schon mal zu. 1, 2, 3, 4, 5. Da. 1, 2, 3, 4, 5. Warum ist da ein Schatten? Und normalerweise ist bei meinem Fünfer-System kein Schatten dazwischen. Sehr kurios. Das war wahllos. Alles immer so schnell mit dem ganzen Viechzeug und Grünzeug und was weiß ich. Obwohl da Licht ist. Das müssen wir alles später ändern. Müssen wir den ganzen Boden durch nicht natürliche Blöcke machen. Aber das dauert noch. Also dazu, dazu, dazu. Dazu. Da Scaffoldings. Du weg. Du zu. Dich ersetzen, wenn wir da noch rankommen, was ich nicht glaube. Dazu. 1, 2, 3, 4, 5. Da. Dazu. Flup, 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 flup. Dazu, dazu. Kriegt doch ruhig hier ein neues Portal. Oh, war schon Ende. Geil. Da unten sind die schönen Erze. Na gut. Wir wollen sie haben. Sie sind da, also schnappen wir sie uns. Um das zu machen, kann ich mich später kümmern. Das macht alles jetzt Geroon aus der Zukunft. Damit habe ich nichts zu tun. Dazu. Floink und Ressourcen weg. Das war nicht so gut mit dem Sand. Trotzdem hier weitergraben, weil unsere Dirt-Reserven langsam alle gehen. Letzte Kohle. Okay. Silber. Ja, an Silbersachen kommen wir noch nicht so wirklich schnell ran, oder? Wann kommt Silber? Stahlrüstung. Silberbarren da oben. Dazu müssen wir jetzt mal das ganze Dekokram hier oben machen. Sofa. Ach, kein Ledersessel, sondern ein richtiges Sofa. Okay. Du, du. Wir brauchen mehr Bretter. Zing. Zing. Ein Sofa. Da. Das ist meine Basis. Hier. Du dahin. Sofa muss erst noch gebaut werden. Essen wird verputzt wie nichts Gutes. Stirb, geh weg. Stirb. Jo, wir haben eine Glasschranktür gebaut. Zu. Ersetze vorne Sand. Ersetze Sand, ersetze Sand. Ist alles weg, dober Sand. Soll alles uniform sein. Das mag ich. Oh. Da, Scaffolding. Ah, hier ist das Wasser. Wir sind also gleich am Ende der Welt sozusagen. Sehr gut. Dann haben wir den linken Gang schon mal fertig. Also den West-Hauptgang. Oh, ganz viel Kohle und Eisen. Sehr schön. Hier liegen quasi Stahlbarren im Boden. So. Unten geht es weiter zu einem anderen Höhlensystem. Hier schon versuchen zuzumachen. Die ganzen Scaffoldings hier können weg. Weg, 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 weg. Ersetze Kohle, ersetze Sand. Da zumachen. 1, 2, 3, 4,
5 da. 1, 2, 3, 4, 5 da. Nee. Oh, da braucht ihr noch mehr Scaffolding. Zack, 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 zack. So. Jetzt nochmal bitte. Wow. Guckt euch das mal an. Alles voll. Wir dürfen nur nicht aus Versehen dagegen graben. Aber das hatten wir ja schon mal getestet von außen. Die Blöcke, die am Wasser sind, kann man nicht abbauen. Was ein bisschen schade ist. Das wäre bestimmt ziemlich interessant, wenn das Meer plötzlich darunter rast. Auch wenn das tierisch schwer zu berechnen sein muss. Das kennt man ja aus Dwarf Fortress, wenn man da Wasser hat. Also ein Fluss oder ein Meer oder was weiß ich. Das zieht schon ganz schön Rechenleistung. Selbst für ein nicht grafisches Spiel ist das übel. Mit einem Grund, warum die Flüssigkeit bei Minecraft so ist, wie sie ist. Wenn man es realistisch machen würde, wäre es einfach viel zu komplex. Und weil Java halt Java ist. Vorne Sand ersetzen, vorne Sand ersetzen. So, du zu. Du kannst auch schon zu. Da müssen wir noch rein. Kohle ersetzen. So. Die haben jetzt ein bisschen was zu tun. Die kriegen auch ein Portal hier, ein Portal da. Wenn sie nicht so viel laufen müssen. Hier zwischendurch bitte ein wenig aufräumen. Um den Ostgang kümmern wir uns nämlich als nächstes. Yeti töten, Zombie töten, Techbaum. Sofa müsste fertig sein. Jo, dann stell doch mal ein Sofa hier in den Ostturm. In unseren Ostflügel. Sieht echt bequem aus. Könnte ich richtig gut drauf einschlafen, glaube ich. So, Hexenkessel. Brauchen wir einen Kessel für? Kessel brauchen wir Eisen für. Eisen. Und wir wollten auch mal Planken herstellen, hatte ich eben gerade gesagt. Das sollten wir auch schnell anschmeißen. Bevor ich das wieder vergesse. So, 20 Stück. Ich wollte einen Hexenkessel machen. Wo ist der? Da ist der Hexenkessel. Also. Kessel. Wasser, Gehirn, Schleim, komische Stacheln, Knochen, Kohle zweimal und Beeren. Beeren sind beim Essen. So, Hexenkessel. Muss auch hergestellt werden, das ist okay. Weg mit dir. Weg mit dir, weg mit dir. Weg, weg, weg. Oh, sieht okay aus. Mit schönem Portal für später. Da auch noch. Bau Sofa. Okay, da oben kannst du zu. Da müsste es noch abgebaut werden. Dich bitte ersetzen. Das muss noch alles weg. Komm, da können auch noch ein paar Scaffoldings hin. So. Halbe Stunde noch bis zur Welle. Das sieht gut aus. Wo kommt die denn so schnell wieder her? Also da, ich weiß nicht, ob das so geplant ist, dass alle 5 Minuten neue Goblin-Stämme da auftauchen. Das finde ich persönlich ein wenig komisch, aber gut. Weg, 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 weg. Genau, dann soll das da abgebaut werden. Dann der Dirtblock da hinten und dann Dirtblock hier vorne und dann hackt den Baum weg, während da jemand raufklettern will. Das ist sehr sozial, Zwerg. So, du weg. Na komm, mach den da weg, bevor das Portal weg ist. Genau, du weg. Wir werden angegriffen. Ein Zwerg im Käfig. Nee, das geht anscheinend nicht. Und wir können die durch die Türen schieben? Oder können die einfach sich durchschleichen? Das ist keine gute Entwicklung. Stirb, Goblin-Ding. Wo kommst du überhaupt her? Ihr seid da hinten. Wie kommst du auf die andere Seite der Verteidigungsanlage? Haben wir hier auch noch Goblins? Nee. Kein. Du weg. Du weg. Wo wollt ihr jetzt schon wieder hin? Achso. Lasst ihn mal in Ruhe.
Baum kann weg. Wir sind heute sehr komisch drauf, Zwerge. So, Hexenkessel. Wo kommt ein Hexenkessel hin? Ah, da passt du hin. Das ist okay. Auch wenn wir noch einen zweiten brauchen, aber das ist schon okay. So, du weg. Weg, 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 weg. Total. Mhm. Weg, 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 weg. Weg. Weg, 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 weg. So, aber es ist wieder genug Holz, ist gut. Und die Welt weiter abgeflacht. Ein kleines bisschen zumindest. Ah, und durch so eine Transportsache geht das Portal richtig schnell runter. Guck dir das mal an. Und gleich weg. Ja gut, neues Portal. Hier sieht sogar alles gut aus. Hier unten brauchen die Jungs wohl ein neues Portal. Bitteschön. Bitteschön. Und Grünzeug. Weg mit dem Grünzeug. Scaffold, 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 Scaffold. Dich abbauen. Zumachen. Baue Hexenkessel. Zumachen. Zumachen. Zumachen, zumachen. Geh weg da, zumachen. Zu, 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 zu. Ja, doch, sieht okay aus, die Mine hier. Und wir müssten einiges an Eisen und Kohle ausgeholt haben. Das müsste allerdings noch alles weg, damit wir hier unseren Standardgang verlängern können. So. Türen stehen alle. Schnee weg. Ausrüstung. Wir rüsten mal wieder Schwerter aus. Und dann porten wir uns gleich in die Goblins rein und räumen da wieder auf. Aber wir sollten vorher vielleicht ein wenig schlafen, sehe ich gerade. Die haben alle ziemlich wenig Lebenspunkte. Jo. Okay. Nicht so. So. Schlafen. 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 So. Portal, bitteschön. Bitteschön. Alle schön schlafen gehen. 1, 2, 3, 4, 5. Was macht ihr da unten? Ihr redet über Schlafen gehen, ne? Nix da. Schlafen gehen. Schlafen gehen. Schlafen gehen. Schnarch, 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 schnarch. Ja, die Betten wollten wir auch noch ersetzen. Hm. 64%. Wobei das mit der Regenerationsgeschwindigkeit jetzt ja schon ziemlich okay ist. Also so wirklich dolle brauchen wir Komfort gerade nicht. Dover Geist. Wir wollen schlafen. So, weiter schlafen. Nee, 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 nee. Nicht auf. Schlafen. Wie kleine Kinder. Kaum haben sie irgendeine Ausrede gefunden, schon stehen sie wieder auf. Das geht ja mal gar nicht. Du, geh schlafen. Nicht im selben Bett wie der... Was? Ja, da schlafen zwei Zwerge in einem Bett. Du, geh mal in deinem eigenen Bett schlafen. Okay. Unser erstes Zwergenpärchen. Und wir haben wieder neue Yetis auf dem Dach. Was machst du da? Gib mir... Na gut, wo du schon mal hier bist, kannst du Sklavendienst leisten. So, hoch da. So, du darfst nämlich hier alles zuschippen alleine. Weil du nicht schlafen gehen wolltest. Was hast du nun davon? Zu. 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 Töten. Nee, nee, nicht dich abbauen. Du solltest nur das Scaffolding wegmachen. Nee. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay. Zu. Das, da müssten wir jetzt echt mal abbauen. Hallo? Zwerg? Genau. Flup, flup, flup. Nein, 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 nein. Das ist sehr komisch mit dem Scaffolding. Zu. So, ich kann einfach zumachen und dann später die Scaffoldings rausnehmen. Geronimo! Lass los. Lass los. Hm. Traust mir nicht, Herr Zwerg? Na gut.
rein. Aha, ausgetrickst. Rein. Du willst nach rechts gehen. Du willst nach... Okay, es reicht schon. Geh, geh, weg da. Geht, geht, alle raus hier. So. Ihr sollt da unten weiter... Da sollt ihr weiterarbeiten. Ich grab dich gleich ein. Ernsthaft? So.